Hi, ich bin Gries und wir machen heute ein Porträt. Ein bisschen anders als sonst. Sonst ist es ja immer so zicki-zacki und ein bisschen lockerer. Heute gehen wir mal auf die Zen-Seite des Lebens und gucken uns das mal ganz genau an. Das ist Baba. Baba wird heute Modell sitzen und ich werde versuchen, ihn so gut wie möglich aufs Papier zu kriegen. Halt auf die Leinwand. Das ist eine MH&P-Leinwand vor Markers, eigentlich für Marker gedacht und Acrylarbeiten. Aber ich habe herausgefunden, dass diese Dinger hier, Schminke Aquadrop heißen die, flüssige Aquarellfarbe, mega gut auf dieser Leinwand funktioniert. Das ist hier flüssige Aquarellfarbe, recht neu und lichtecht. Deswegen auf einer Leinwand pfiffig. Und dann packst du das hier so mit der Pipette rein und fängst an zu malen. Als allererstes ganz klassische Aquarellmalerei im Endeffekt, eine Vorzeichnung. Und auch die ist nicht so typisch locker und schmuddelig wie sonst, sondern die ist schon recht genau. So, die Vorzeichnung ist fertig. Wir gehen jetzt über zur Farbe. Vorher zeige ich noch mal, was es für sau gute Möglichkeiten gibt, wenn man diese Aquadrops auf dieser Leinwand benutzt. Und zwar habe ich hier mal eine schmuddelige Versuchsleinwand. So. Und wenn man da jetzt zum Beispiel irgendeine Farbe draufpackt, so, da ist die Farbe und jetzt der Pinsel war ein bisschen dreckig. Das ist klar, das ist das gleiche wie auf Aquarellpapier eigentlich. Und jetzt kommt was. Nummer 1. Relativ schnell trocken, wie durch Zauberhand. Und jetzt nehme ich einen sauberen Pinsel, Quatsch, einen sauberen, feuchten Pinsel und kann hier wahnsinnig gut Farbe wieder rausnehmen. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Hier. Fast wieder völlig weiß. Oder es ist sogar völlig weiß. Das ist eine schöne Geschichte, die man auf diesen Leinwänden machen kann. Da, was noch ganz geil ist, habt ihr jetzt beim Trocknen gesehen. Ich mache das einfach noch mal kurz. Wenn ich jetzt hier so eine Fläche habe und da Farbe reinmache, erstmal habt ihr diese schönen Aquarellgeschichten, schöne Fleckenbildung. Es geht sogar bis hin zu. Nicht ganz so doll wie auf Papier, aber schon ein bisschen, dass man hier diese schönen Aquarellflecken manchmal hat oder da. Ja, so ein bisschen sieht man, was ich glaube ich meine. Diese aquarelligen, schönen Aquarellflecken. So. Und jetzt haben wir hier so einen Fleck und wenn ich das trockne, kann ich das schieben durch die Luft. Je nachdem, wo ich das hinhaben will, kann ich das, wenn es nass ist, tatsächlich noch ein bisschen hin und her bewegen. Und das geht natürlich nur, wenn die Leinwand liegt. Wenn ich das jetzt alles stehend machen würde, also die Leinwand irgendwo hängen würde, läuft es natürlich alles runter. Deswegen muss ich diese Art von Malerei so machen, dass das Blatt oder die Leinwand liegt. Das sind die zwei schönen Effekte, die man machen kann. Wie gesagt, ich wiederhole es mal hier nochmal, wie schön das geht. Mit einem Pinsel kann man hier hervorragend Wasser rausholen, Farbe rausholen, die richtig rauslöschen und ist fast wieder beim. Na doch, hier ist es tatsächlich wieder absolut weiß. Farbe! Veganer Pappteller. Ich brauche, werde als erstes Hautton mischen. Dazu nehme ich das, was am ehesten an lichter Ocker rankommt, und zwar dieses Bernsteinzeug. Dann ein kaltes Rot und dann übertreibe ich heute mal und nehme mal hier gleich mal ein Magenta. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich weiß zwar, wie es eigentlich geht, aber manchmal ist mir das auch langweilig. Dann probiere ich neue Sachen aus. Hier ist noch Rubinrot. Mal sehen, ob man das gebrauchen kann. Und dann gibt es ein Rot, das liebe ich von denen. Das ist Krapprot. Mega. Und zwar mache ich das hier hin. So. Und weil ich faul bin und dann nicht nochmal stoppen will, mache ich mir hier gleich ein schönes Blau noch dazu, um später Dunkelheiten in der Haut zu machen, beziehungsweise Schatten.
Ich glaube, mit der Palette hier müsste ich jetzt eigentlich, ja, was soll's, ich nehme mir noch ein bisschen Umbra dazu, dann habe ich alles, was ich brauche, um Haut zu machen. So, jetzt die Haut drinne und jetzt kommt das, was wir vorhin kurz gemacht haben. Ich gucke jetzt schon, bevor das nachher zu spät ist, dass ich hier mir mein Highlight wieder rauslösche. Und auch hier oben auf der Nase so ein bisschen. Lieber erstmal zu viel. Farbe kann man immer noch draufpacken. Dann ist es hier ein bisschen heller. Tatsächlich sogar hier noch ein bisschen. Und ihr seht, wie gut es geht, ne? Man kann das hier richtig so rausziehen. Das ist natürlich ziemlich gut. So. Und hier oben ist auch noch ein heller Punkt. So, jetzt gucke ich mir Stellen an, die so potenziell ein bisschen roter sind. Jetzt ist das andere alles schon fast getrocknet. Witzigerweise sieht er jetzt aus wie viel weicher und viel dicker. Das kommt daher, dass das alles eine Fläche erstmal ist. Zwar gibt es hier schon ein paar Helligkeiten, aber die Dunkelheiten sind wichtig. Und ich versuche die mal jetzt da einzuarbeiten. Und zwar nehme ich mir ein bisschen mehr Blau. Dann ist hier hinten, wo die Haare losgehen, hier hinten ist es schön dunkel, da sind die noch dunkler sowieso von der Farbe her und auch dichter, deswegen mache ich mir auch mal eine Dunkelheit hin. So, und jetzt versuche ich, weiß nicht, ob es klappt, trockener Strich, hier schon so ein bisschen Struktur erstmal nur anzudeuten. Sowas reicht eigentlich erstmal schon. Hier ist auch noch mal dunkel und hier ist es nicht so dunkel, aber das hilft mir hier gut für das Ohr. Da kann man sich auch mal was hinspinnen, haben wir. Jetzt kann man mit so einem ganz dünnen Pinsel Haare malen, wenn man will. Könnte man jetzt alle Billionen Haare malen, aber ich mache das so, dass ich entweder da, wo sie anfangen zu wachsen, ein paar Male oder und dann wieder da, wo sie enden quasi hier. Das Haar fängt hier an und hier hinten endet es. Das dazwischen brauche ich gar nicht alles zu malen. Trockener Strich, immer geil, wenn man es hinkriegt. Ich probiere es mal und sage, dass das hier rüber soll. Haltet mich fest. So. Kann man hier nochmal auflösen. Wieder völlig weg. Hier ist es dunkler. Machen wir schon mal ein bisschen Wasser hin und schmeißen da ein bisschen Farbe rein. So. Ist schön aquarellig, dann wird es hier hinten sind noch mal Haare. Deuten wir mal erstmal nur an und irgendwie kommt es hier zusammen. So. Und ihr seht jetzt kann ich hier unabhängig von meiner Vorlage, gucke ich jetzt, wo Helligkeiten und Dunkelheiten für mich vom Malerischen her Sinn machen und da mache ich einfach welche rein. Wie gesagt, bin ja kein Fotoapparat. Und mein Anspruch ist es auch nicht, das so fotorealistisch wie möglich zu malen. Ich freue mich, wenn man ihn danach erkennt, aber vielmehr freue ich mich, wenn mir das beim Malen Spaß macht.
mal einen Schlagschatten drauf. Und auch übers Auge rüber. Sieht man? Sieht man. Nicht zu knapp, vor allen Dingen außen nicht. Mhm. Sieht schon mal anders aus. Ein bisschen aufweichen. So. Jetzt müssen wir wieder trocknen. So, jetzt ist es da so grün und so voll und so nah am Rand. Jetzt können wir hier, haben wir Glück, kann man hier bei der Vorzeichnung sehen, hat er hier so einen schönen Kragen. Der kommt hier so raus. Der geht hier so rein beim Bart und dann kommt der hier so raus. So, den lasse ich stehen, den Rest mache ich nass. Und da schmeiße ich jetzt auch was von der Farbe rein. So, Baba ist... fertig. Das war's für heute. Porträt ist fertig. Hat mich eine Menge Energie gekostet. Ich male jetzt seit, warte, ich kann es genau sagen, 48 Jahren. Also sehr lange schon. Und deswegen macht euch da keinen Kopf, wenn es nicht funktioniert. Ich habe dieses Motiv gestern Nacht 23 Mal geübt vorher, bevor das Kamerateam kam. Macht euch keinen Kopf. Probiert, macht Fehler und macht die wieder gut. Es ist keine Meisterschaft, es soll eigentlich Spaß machen, das ist eigentlich alles. Bisschen Spaß. Und ich muss jetzt los, ich muss ein Boot bauen. Ciao!